So, da sind wir wieder. Gruselspaß für die ganze Familie. Und wir haben einen Mansion Key. This looks like the dining room key. Deswegen heißt der Mansion Key. Und ich, mein Geist ist ziemlich gerade abgefuckt, aber ich habe nur... Und ich würde sagen, wir gehen mal gleich in den schönen Essraum. Weil da sind wir fertig. Auf jeden Fall. Hi, Kevin. Du kommst mit, nicht? Okay. Hallo? Wie viel Öl haben wir denn? Oh, das ist schon viel. Okay. Nett. So. Hier müsste ja unser lieber Klavierspiel. Dieses Ding gefällt mir ganz und gar nicht. Okay. Können wir uns da drin verstecken für Notfall? Cool. Okay. Es hat die Größe. hier ist Öl. Oh. Geh an. So, haben wir hier noch irgendwas? Schrank. Ich habe so das Gefühl, dass du jetzt... Einen Moment. Ich will nur mal sicher gehen. Nein, wir haben keinen Schlüssel mehr. Okay, dann will ich zum Schrank noch nicht gehen. Hello? Anybody here? Oh, Hallöchen. Schön, was sie hier alles macht. Gut, Hunderbüchsche. Nicht hin schon, Kinder. Das ist nicht schön. Oh. Döringer Würstchen. Okay. Dann nehmen wir so mit. Du. Ja. haben wir hier noch irgendwas außer komisches Gerätzeug? Ah, hi. Okay, die Reaktion war ein bisschen spät, aber gut. Lässt sich drüber streiten. Oh, danke schön. Und ich hab... Hello? Klavierspieler? Oh oh. Okay. Piggies, macht mal Platz. Oh, das ist schlecht. Ich nehme die Ecke. Ich nehme definitiv die Ecke. Oh, fuck. Ich bin so im Arsch. Oh. Hier. Bei den Knochen. Die Knochen sind nett. Und lieb, gell? Hi. Warte, ich will den Kopf. Oh, ich bin nicht hier. Okay. Wir schauen, ob er kommt. Wenn nicht, dann gehen wir. Aber es stand da, dass wir uns verstecken sollen, also verschwindet das Viech wahrscheinlich auch. Hi. Will anscheinend nicht. Was haben wir denn hier alle? Ich will, kann man aber bitte nachfüllen. Ja. Na komm. Lass dir Zeit, okay? Es ist okay. Also, ich verstehe, es ist hier... Hallo? Kumpane. Ist er noch da? Nicht? Ach komm. Er scheint. Weg zu sein. Wow, du bist ziemlich fucked up, Junge. Mädchen, du bist Emma. Du hörst dich zwar wie ein Mann an, also das hat sich sehr weiblich angehört. Wow.
Ich hier zum Schrank und sehe es bestimmt. Nichts Böses drin. Nicht wahr? Haha, tatsächlich nicht. Und da hinten ist auch nichts. Wow, ich brauche Licht. Ah, ist egal. Okay, was haben wir denn jetzt? Eine Brechstange. Ein Werkzeug zum Ausüben großer Hebelkraft. Ah ja, okay. Ich verstehe. Für was brauchen wir... Kevin! Öffne die Tür. Brauche ich ihn? Für was? Ah, dafür brauchen wir die Brechstange. Natürlich, um in den... um in den Keller zu kommen. Oh. Schön. Und los. Oh. So. Jetzt sind wir in einem meiner Lieblingsparts von solchen Spielen. Der Keller. Der Keller ist das meistbenutzte Raum eigentlich in Amnesia. Und er hat so seinen, sagen wir mal, Ruf, oder? Ruf trifft's ganz gut. Schauen wir erstmal hier, was bei dem schönen Licht ist. Das sieht eingestürzt aus. Was sagst du? The way to the lab is blocked. Is there a way to destroy these rocks? Das hört sich danach an. Oh, da ist was. Egal. Das hört sich... Oh. Chemietopf. Emma's Diary. Sie ist 9 Jahre alt. Was? Oh, sie will beweisen, dass sie ein großes Mädchen ist. Deswegen ist sie in den Weinkeller gegangen. Weil ihr Vater gesagt hat, niemals dort runtergehen. Aber sie wollte es trotzdem. Na, wieso auch nicht? Ich mag sie und überall der Alkohol und es ist dunkel und es riecht lustig. Komisch, nur wenn ich da wieder rausgehe. Okay. Ich hasse all diese komischen Käfer und Ratten, die herumkraulen. Ja, okay. Krabbeldacke. Wo waren wir da? Was? I smell funny smells. Ah, ich rieche lustige Gerüche von Vaters. Was macht denn er dann da drinnen? Kocht da Suppe. aber sie kommt nicht rein, weil es versperrt ist. Was? Sie glaubt, dass sie Gespräche hört. Weil Menschen weinen. Opium! Apples! So, dich machen wir mal an. Das ist aber kein Weinkeller. Das ist ein Storage. Sieht mir mehr danach aus. Das ist ein Weinkeller. Ah, geil. Flasche? Nein. Du gehörst hier nicht hin. So, jetzt dürfen wir wahrscheinlich in irgendeinem Regal so einen Schmarrn suchen. Irgendwas, was wir brauchen, um weiterzukommen. Wahrscheinlich irgendwelche Chemikalien. Mein Öl läuft noch gut. Läuft noch. So, was sagt dann eure Regale? Nix. Schau mal hier. Oh. Hello. Mach mal dich mal. So. Oh. Nitris Acid. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Oh. Was bist du? Oh, die war... Unzerbrechbare Reagenzgläser. Okay, dann gehen wir mal zum Tisch. Oh Gott. So, hier ist nix. Stuhl, geh weg. Dankeschön. Schauen wir mal, was hier drin ist. Oh, Zunderbüchse. Was kann man rumzündeln? Ich versuche das Wichtigste rauszufiltern, weil das mit Chemikalien... aha, okay. Verschiedene Ergebnisse. Wenn man
Purified Opium mit Ethanol. Ah, also Opium mit Ethanol. Das heißt, laut... ich werde betrunken. Wenn man zwei relativ harmlose Substanzen zusammenmischt, könnte es eine Explosivmischung daraus entstehen. Okay. Also hat das extra, um das Schlimmste zu verhindern, die beiden Chemikalien in den getrennten Räumen. Das heißt, in einem anderen Raum ist es. Maybe if I mix two chemicals together, I can create an explosive compound to clear these rocks. So, those rocks. Alles klar? Okay. Ich dachte schon sowas. Okay. Dann mach mal das, was du am besten kannst. Und lauf mal rum. Ich mach's mir gemütlich. Ich hab ja hier die Dinger hier. Okay, er hat mich nicht gesehen. Das ist schon mal positiv. Gut. Positiv. Jetzt muss er nur noch weggehen. Okay. Hi. Oh, er ist weg. Schön. Schön, komm mit. Okay, gehen wir zum anderen Raum. Sowas liebe ich. Sowas nicht. Gut, fertig. Alter, was für ein Tornado hier denn drin? Ganz ehrlich. Komm, wir gehen. und was ist hier? Hallo? Boden. Hallo? Irgendjemand? Oh, hallo. Sonst noch jemand hier? Außer Schweine! Und Blut. Oh! Okay. Tanzt für mich. Tanzt für mich. Oh Gott. Mann. Nur für eine Zunderbüchse? Ihr tanzt für Zunderbüchsen? Ich empfehle euch mal einen besseren Job, Piggies. Ihr könntet zum Beispiel zum Schlachterhof. Da wart ihr schon. Cool. Geh mal. Oh, was ist da? Flasche. Opium, wieso soll... Wieso kann ich nicht das Opium nehmen? Ich will das Opium. Da geht's noch in einen heller leuchteten Raum. Das hört sich so spannend an, aber ich will erstmal gucken, was das hier. Nee, jetzt nicht. Dann gehen wir mal so rum und tun so. Können wir was? Komm mit. Nein, du fällst nicht runter. Alter, das sind die unzerstörbaren Flaschen, oder? Komm mit. Wenn du unzerstörbar bist. Oh, tatsächlich. So. Hi. Hier sieht's ja ziemlich fresh aus. Dich nehme ich mit. So. Fresh people in the house. Nö. Was haben wir denn hier? Experiments with nitroglycerin. Also, ihr habt herausgefunden, wie nitroglycerin, wie explosiv das ist. Bei einem. Oh. Zufall. Okay. Glycerin set it somewhere in the cell on its own. The component is when just a little struck with an object. Okay, ich versteh's. Also, wir holen uns jetzt. Ja. Öl. Oh ja, können wir mal reinhauen. Und dann nehmen wir.
Glycerol. Alter. Beruhig dich, Mädchen. Du hast nur eine Flasche aufgenommen. Wieso wirst du gleich so aggro? Was ist das denn?